Moin und willkommen zum neuen Video von mir, die Insta360 Go 3S. Und dann würde ich sagen, weiter geht's nach dem Intro. Das ist die Insta360 Go 3S. Wir kommen aber jetzt im Detail. Das ist das Komplettpaket. Einmal Etui, 2-in-1 Mount. Das ist die Kordel. Hier ist ein Schnellspann-Mount und eine Displayfolie. Ich würde sagen, aber jetzt im Detail, Reihe für Reihe. Kamera kommt, die jetzt 4K kann. Kommen wir zu den einzelnen Produkten. Da kann ich den Action-Pod festmachen. Wir können das ja mal kurz aufpacken. Einmal aufmachen. So, schnell mal reingucken. So sieht das aus. Dann könnt ihr das hier runter machen. Und das ist auch magnetisch, kann auch so eingerastet und befestigt werden. Dann legen wir das mal beiseite. Ja gut, Displayfolie muss ich euch jetzt nicht erklären. Hier haben wir dann diese Kordel, wo ich dann nur die Kamera einsetzen kann. Und dann kann ich sie schön transportieren. Packen wir auch mal beiseite. Und dann kommen wir zum Dreibein, hätte ich fast gesagt. Ja, das ist auch mal dabei. Mal hier rausholen. Dann könnt ihr das auch für andere, zum Beispiel für die Insta360 X4 benutzen. Und dann kommt das hier rein. Und dann kommt ein so ein Schnellspannverschluss, würde ich mal sagen. So würde ich das jetzt erklären zu machen. Und dann sitzt das auch. Dann könnt, na gut, das soll ja nur einrasten zu machen. Und dann könnt ihr das auch, na klar, so benutzen und ja, dann zieht ihr das hier einfach raus und dann könnt ihr es auch aufstellen. Sollte na klar eine rutschfeste Untergrund sein oder Boden oder wo auch immer. Und dann könnt ihr es ja aufstellen und könnt ihr die Kamera da aufsetzen, egal welche denn. Und dann könnt ihr schön filmen oder Bilder machen. Es ist circa Höhe von 40, 45 cm. Ich habe jetzt kein Maßband oder keinen Zollstock dabei. Hier haben wir den, das Case für die Insta360 Go S. Das war jetzt in diesem Bundle mit dabei. Gucken wir nur ganz kurz hier rein. Und wie man das alles schön verstauen kann. Den Stick, die Kamera. Und, also finde ich sehr, sehr gut. Fühlt sich auch sehr, sehr wertig an. Aber jetzt kommen wir eigentlich zum Hauptakteur. Die Insta360 Go 3S. Die werden wir jetzt mal kurz auspacken. Die ist auch bis 10 Meter wassertief. Wunderbar. Ich habe jetzt hier die 128 GB in Schwarz. Die gibt es na klar auch in Weiß. Und es gibt es na klar auch mit 64 GB. Ist na klar fest verbaut, muss ich gleich dazu sagen. Der Akku auch. Also da ist nichts austauschbar. Hier gucken wir gleich mal rein. Hier seht ihr schon das gute Stück. Aber bevor wir gleich noch dazu kommen, hier habt ihr das Umhängeband. Und hier ist dann auch gekennzeichnet, ich komme dichter ran, wie ihr die Kamera ranhängen könnt, wenn ihr zum Beispiel 9:16 oder 16:9 macht. Und dann habt ihr schöne POV-Aufnahmen. Dabei ist dann noch so eine Klemme für ein Käppi oder Motorradhelm, also was man so schön anklemmen kann. Ist auch hier kippbar. Das hält sehr, sehr gut. Wir haben noch ein bisschen Kleinkram noch dabei. Haltepad.
Der ist sehr fest, dann könnt ihr den hier zum Beispiel draufschrauben. Und dann könnt ihr hier den Action Pod festmachen. Auch hier ist ein Symbol, wie die Kamera zu sein hat oder wie das sein sollte. Also man kann hier nichts falsch machen und schon ist das schön arretiert. Das fällt auch nicht raus. Und hier sind so zwei Drücker auf beiden Seiten. Draufdrücken, raus. Wunderbar. Also finde ich sehr, sehr gut gelöst. Hier ist natürlich auch noch ein Display dabei. Klappbares. Auch richtig, richtig gut. So, dann kommen wir mal noch, bevor wir zur Kamera kommen, kommen wir nochmal hier noch zu. Was ist hier noch so alles drin? Dürfte ja nicht mehr viel drin sein. Ein USB-C-Kabel. Und dann machen wir es hier auch nochmal. Ja, hier ist dann die ganze Beschreibung. Auch Aufkleber sind dabei. Ja, das war's dann auch schon. Und dann kommen wir mal zum Objekt der Begierde, hätte ich fast gesagt. So, dann machen wir sie mal an. Dann nehme ich auch schon mal die Folie nebenbei ab. Ja, hier könnt ihr denn die Sprachen einstellen. Selbstverständlich machen wir hier auf Deutsch. Weiter. Dann mit der App verbinden und dann könnt ihr sie auch gleichzeitig aktualisieren, sofern eine Software vorhanden ist. Also neue Firmware. Hier ist das Q für Sofortaufnahme. Und dann könnt ihr sie hier rausnehmen, ist auch magnetisch. Das ist denn diesen Knopf müsst ihr dann drücken. Wenn ich jetzt drücke, ich hoffe, ihr könnt das sehen, dann geht da drin diese Arretierung raus. Also sehr, sehr gut gelöst. So wie ich das jetzt schon mitbekommen habe, ist die Linse auch etwas größer zum Vorgänger. Na gut, soll ja auch 4K aufnehmen. Und dann packen wir sie mal wieder rein. Also die hält richtig gut. Also wir können schütteln, wie wir wollen. Und dann ja, werde ich sie kurz einrichten und dann, was wir so machen können. So, die Insta360 Go 3S habe ich jetzt eingerichtet und aktiviert. Das müsst ihr nicht alles mitsehen. Und dann habt ihr jetzt hier so die Einstellungsmöglichkeiten und auch nachher die verschiedenen Formate. Ton aus, Ton an. Und hier kann man so hoch und runter scrollen. Jetzt bin ich bei 2,7K mit 30 Bilder pro Sekunde. Bis 50 kann ich. Wenn ich auf 4K gehe, was die meisten ja filmen, sind das 30 Bilder pro Sekunde. Also so würde ich das dann machen. Und ich habe die 128 GB Variante genommen, denn bei 4K habe ich dann ein bisschen mehr ja, Platz drauf. Also ich kann so, ich hoffe, ihr könnt das sehen, 2 Stunden 55 Minuten circa kann ich jetzt in 4K mit 30 Bildern aufnehmen. Hier ist der Akkustand. Und wenn ihr das auf dem Selfie-Stick habt, dann könnt ihr auch das machen. Der Action Pod an sich ist natürlich nicht wasserdicht. Der liegt natürlich auch daran. Hier ist der USB-C-Anschluss. Und wenn ihr hier drauf drückt, dann könnt ihr die eigentliche Kamera rausnehmen. Und die ist 10 Meter, bis zu 10 Meter wassertief. Und das finde ich richtig, richtig gut. Und dann können wir, ja, hier sind jetzt halt keine Dateien drauf. Hier haben wir den Auto oder manuell, das können wir dann machen. Wenn wir hier, dann haben wir dann klar die verschiedenen 16:9 Verhältnis. Dann kann ich hier Action, Mega, Ultra. Also hier habe ich so die verschiedenen Möglichkeiten, die Stabilisierung einzuschalten, nicht ultraweit. Das ist nicht klar, wenn man ja viel Action, ich sag mal, mit Motorrad oder Skien unterwegs ist. Hier habe ich zum Beispiel diese Quittiertöne, habe ich jetzt mal deaktiviert, weil ich halte davon nichts. Aber gut, das muss jeder selber entscheiden. Also ich habe sie jetzt ausgemacht. Hier habe ich dann so ein Gitter. Also wenn ich jetzt sieht man hier das Gitter. Ich kann das klar auch wieder ausmachen. Dann gehe ich wieder hier da rein.
Ja, wie Windunterdrückung, Stereo, Richtungsfokus, also für Audioaufnahmen. Hier habe ich, na klar, Apple Find My, können wir, na klar, auch dann koppeln. Müssen wir den Kopplungsprozess starten und dann wird das dann auf der Find My App von Apple gesucht, beziehungsweise wenn ich sie mal verlieren sollte. Finde ich auch gut. Auch hier habe ich eine kleine Sprachsteuerung, wie bei allen anderen von Insta360-Kameras. Müsste das hier mal drauf. Dann haben wir Englisch, Chinesisch, Mandarin. Und dann steht auch hier Take a Photo, Stop Recording, also wenn ihr eine Aufnahme machen wollt. Nein, das wollen wir dann klar jetzt nicht. Also standardmäßig ist Quick Capture aktiviert. Das wäre diese Q-Taste. Wenn man es nicht nutzt, dann würde ich sagen, ausschalten. Also das muss jeder für sich selber entscheiden. Also hier habe ich jetzt die Status-LED-Helligkeit auf Mittel gemacht. Ich gehe nochmal auf Hoch. Dann leuchtet das auch heller. Ich kann es auch ausmachen. Ich mache das mal auf Mittel. Dann ist es sehr, sehr schwach. Ich kann das, wenn ich das jetzt auf gering mache, dann glimmt das fast nur noch, auch bei der Kamera selber. Also hier hat man klar auch viele Einstellungsmöglichkeiten. Gut, Gestensteuerung ist dann klar auch hier. Also ganz, ganz viele Möglichkeiten zum Einstellen. Hier können wir die Display-Helligkeit machen. Umso dunkler das ist, umso weniger Strom verbrauche ich, ist ja ganz klar. Ja, dann will ich die jetzt mal ausprobieren und schön testen, damit ich euch weiteres Videomaterial geben kann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Techtik. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann ein Daumen hoch, liked mich, teilt mich. Und wenn euch das Video nicht gefallen hat, 3 Daumen hoch. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Euer Tech Dave.